sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das saarländische Bestattungsgesetz im Jahr 2004 in Kraft getreten, hat die ganze Zeit als gute Handlungsgrundlage für alle im Rahmen der Bestattung und Beisetzung eines Verstorbenen tätigen Personen oder Behörden sich bewährt und soll durch die vorliegende Neufassung rechtsklarer und letztendlich noch praxisorientierter ausgestaltet werden. Insbesondere die alle Bereiche des Lebens umfassenden, teilweise rasanten Veränderungen machen es uns erforderlich, auch bei der Totenfürsorge und der Bestattung, Beisetzung Verstorbener auf diese zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen. Und diesen Erforderungen soll die Novellierung auch gerecht werden. Die großen Eckpunkte der Novellierung möchte ich Ihnen in der notwendigen Kürze vorstellen. Erstens, die Aufnahme einer Regelung des dauernden Ruherechts für die in Auslandsverwendung zu Tode gekommenen Angehörigen der Bundeswehr. Wenn Soldatinnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen Soldaten, die aus dem Saarland stammen oder ihren Lebensmittelpunkt hier gewählt haben, im Auslandseinsatz zu Tode kommen, dann sollen deren Gräber als Ehrengräber über die erste Ruhefrist, die der Bund gewährt, hinaus auch erhalten bleiben. Und wir sind neben Sachsen, auch das muss erwähnt werden, das zweite Bundesland, das seinem Ausland zu Tode gekommenen Soldatinnen und Soldaten eine solche Anerkennung zuteilkommen lassen will. Und sobald der Bund die Finanzierung nach der ersten Liegezeit einstellt, übernimmt das Saarland diese Kosten zeitlich unbefristet, natürlich nur dann, wenn dies den Angehörigen gewünscht und entsprechend auch beantragt wird. Zweitens, Deklaration alternativer Bestattungsformen. Insbesondere die sich ständig alternden gesellschaftlichen und sozialen Formen des heutigen Zusammenlebens haben auch Auswirkungen auf das Bestattungswesen. Und dies veranlasst auch die Friedhofsträger dazu, Bestattungsformen in den Blick zu nehmen, welche den Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger entgegenkommen und die Bestattung, die Beisetzung auf ihren Heimatfriedhöfen statt beispielsweise im Ausland ermöglichen. Insoweit bietet das Bestattungsgesetz den Friedhofsträgern die Möglichkeit, im Rahmen festgelegter Bestattungsarten, zum Beispiel die Erd- und Feuerbestattung, die Bestattungsformen wie Baumbestattung auf einem Friedhof, Waldbestattung, anonyme Bestattungen, Bestattung im Memorialgarten, sorglose Bestattungen, Beisetzung in Kolumbarien und so weiter auf den Friedhöfen auch anzubieten. Und eine Aufhebung des Friedhofszwangs wird damit allerdings nicht verfolgt. Dritter Punkt, Qualitätsverbesserung der ärztlichen Leichenschau und der Todesbescheinigung. Mein Haus hat 2015 eine Studie zur Auswertung der saarländischen Totenbescheinigung in Auftrag gegeben. Es konnte festgestellt werden, dass die Qualität der Feststellungen in der Todesbescheinigung bei einem engen Arztverhältnis mit dem Verstorbenen, also bei einem Hausarzt, gut ist und dies auch mit zunehmender Distanz des Arztes festzustellen ist zum Patienten, dass zum Beispiel Notärzte, Ärzte im Bereitschaftsdienst nicht mehr so gut ist wie bei einem Hausarzt. Auch wurden fehlende Kenntnisse der Ärzte im Hinblick auf die Wichtigkeit ihrer Feststellungen in der Todesbescheinigung für das nachfolgende Verwaltungsverfahren offenbart. Und dies hat dazu geführt, dass nun hier im Bestattungsgesetz, das heute vorliegt, eine noch exakter zu führende Dokumentation im Rahmen der Todesbescheinigung eingefordert wird. Des Weiteren sollen Ärzte, welche Leichenschauen durchführen, nunmehr regelmäßig in qualifizierten Fortbildungen, welche durch die saarländische Ärztekammer angeboten werden, auch geschult werden. Der vierte Punkt, ein würdevoller Umgang mit früh verstorbenen Kindern. Wir reden immer von Sternenkindern und die Berücksichtigung der Belange von Eltern früh verstorbener Kinder. Der würdevolle Umgang mit diesen verstorbenen Kindern und der angemessene Umgang mit deren Eltern stellt für uns alle daran Beteiligten eine große Herausforderung dar. Und dies gilt gleichermaßen
bei totgeborenen Kindern, nach der Geburt verstorbenen Kindern beziehungsweise auch bei Fehlgeburten. Und das sind sogenannte Sternenkinder. Ich habe es schon erwähnt. Besondere Sensibilität erfordert gerade der Umgang mit Fehlgeburten, welche nicht als Leiche im Sinne des Bestattungsgesetzes anzusehen sind und damit nicht der Bestattungspflicht unterliegen. Sternenkinder sind nach dem momentanen Gesetzeswortlaut in der Einrichtung, in der die Geburt stattgefunden hat, sittlich einwandfrei in Anführungszeichen zu beseitigen. In der Praxis werden Sternenkinder deshalb seit längerem in der Geburtseinrichtung eine Einäscherung zugeführt und auf einem Sternenkinderfeld eines Friedhofs beigesetzt. Und von Seiten der Elterninitiative dieser Sternenkinder, viele haben schon mit ihnen geredet, wurde zudem eingewandt, dass es von einer Frühgeburt betroffenen Eltern nicht immer bekannt ist, dass die Möglichkeit einer Bestattung bestehe. Und durch die Normierung einer Hinweispflicht der Geburtsklinik soll diese Situation zugunsten der Eltern verbessert werden. Und deshalb wird den Eltern ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, eine Bestattung, eine Beisetzung durchführen zu lassen, wenn dies von mindestens einem Elternteil auch ausdrücklich gewünscht ist. Ich käme zum letzten großen Punkt, sind ja viele andere auch, die Anpassung von Bestattungsfristen an neue soziale, gesellschaftliche Gegebenheiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, soziale und damit auch familiäre Verhältnisse, aber auch religiöse Strukturen sind einem starken Wandel unterworfen. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass die bisherigen Bestattungsfristen so angepasst werden, also eine Verlängerung von 7 auf 10 Tage, dass es sowohl den eine würdevolle Bestattung, Beisetzung sicherstellenden Personen als auch den unter anderem nicht mehr vor Ort wohnenden Angehörigen eines Verstorbenen möglich ist, die Bestattungsfeierlichkeiten durchzuführen beziehungsweise ihnen beizuwohnen. Und damit wurde dem Wunsch von Seiten der Bestatter Rechnung getragen und insoweit auch mit den Vertretern der Kirchen ein Konsens gefunden. Ich bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Zustimmung zum Gesetzentwurf in erster Lesung und Überweisung in den zuständigen Ausschuss. Das geltende Bestattungsgesetz, was ich erwähnt habe, was 2004 in Kraft getreten ist, hat sich in der Vergangenheit in der Anwendung zweifellos bewährt. Die Novellierung soll den im Bestattungswesen tätigen Personen und den Institutionen eine gute Grundlage zur Verfügung stellen, auch hier auf geänderte soziale und gesellschaftliche, kulturelle Erfordernisse reagieren zu können und durch die tatsächliche Neugliederung der Regelungsinhalte orientiert an gelebten Bestattungspraxis soll zudem die Rechtsklarheit gestärkt werden. Und aus dem Grund darf ich Sie ganz herzlich um Zustimmung bitten für diesen Gesetzentwurf und die Überweisung in den zuständigen Ausschuss. Ich danke Ihnen.